Wir befinden uns hier in Schwaz in Tirol im Bezirkskrankenhaus Schwaz, das das erste Krankenhaus in Österreich ist, das eine große Wärmepumpe zur alleinigen Beheizung und Kühlung der Gesamtanlage bereitstellt. Das heißt, die Wärmepumpe bereitet die gesamte Heizenergie plus das Warmwasser und auch die gesamte Lüftungsanlage wurde im Zuge dieses großen Projekts hier erneuert und optimiert. Eine Besonderheit dieser Anlage ist, dass wir die Industriewärmepumpen mit einer Schalleinhausung installiert haben, weil natürlich gerade im Krankenhausbereich auch der Lärm eine sehr sensible Thematik ist. Und hier können wir auch mit unseren Wärmepumpen der Ochsner Energietechnik Schalleinhausungen mitliefern. Was hier auch noch weiter zum Einsatz gekommen ist, ist eben unsere Boosterlösung mit der B2D-Baureihe, wo wir zwei Wärmepumpen im Einsatz haben, einmal mit 60 kW und einmal mit 30 kW. Da wir hier natürlich auch unterschiedliche Bauteile in diesem Krankenhaus damit versorgen. Und mit diesen Boosterlösungen schaffen wir die hygienische Warmwasserbereitung problemlos, weil wir mit diesen Wärmepumpen Vorlauftemperaturen bis 75 Grad bereitstellen können. Und die extrem hohen hygienischen Anforderungen in Krankenhäusern sind damit auch problemlos erfüllt. Die Herausforderung war in Anführungszeichen nicht der Neubau der Zentrale, sondern das bestehende Netz dann auf die neue Zentrale anzubinden. Ausgangssituation war, dass das Krankenhaus Schwaz weg wollte von fossilen Brennstoffen, damit sie die Energiewende sozusagen einleiten können. 2029 ist das Projekt auch noch mit dem Tiroler Sanierungspreis ausgezeichnet worden. In diesem Neubau war der Wunsch des Krankenhauses, 50% an Heizenergie zu sparen und von der 50%igen erneuerbaren erzeugten Heizenergie auch noch 50% an CO2 zu sparen. Dies wurde mit einer Zielerreichung von über 90% an Einsparungen an fossiler Energie sogar übertroffen. Wir sehen tatsächlich hier eine Möglichkeit, wie auch in Krankenhäusern in hygienisch sensiblen Bereichen Wärmepumpen perfekt eingesetzt werden können und erheblich zu Energiesparungen beitragen können und auch erheblich zu den Erreichen der Klimaziele beitragen können.